So, hallo und herzlich willkommen. Wir haben das mit diesen Eiern abgeschlossen. Haben jetzt hier noch eine Quest abzugeben, von der ich gar nicht mehr weiß, was mit der war. Aber wir reden mal mit dem. Eure Schritte zeigen Entschlossenheit und eure Augen Neugier. Sagt mir, was ihr sucht, Ah ja. Nico. Habt ihr dieses Froschtotem und dieses Gedicht verloren? Ah ja, ich habe das hier vor vielen Jahren geschnitzt. Ich hatte gehofft, es würde meinen geliebten Kutna-Kal davon überzeugen, sich mit mir für das nächste Bindungsritual unseres Stamms zusammenzutun. Okay. Doch ich verlor das Totem, bevor ich es ihm schenken konnte. Natürlich war ich damals noch weiblich. Ne? Dank all seiner endlosen Gaben erlaubt es uns der Hist, vieles an uns zu ändern. Unser Geschlecht ist da nur einer von vielen Aspekten. Ich empfehle euch eine solche Wandlung dringend, falls ihr je die Gelegenheit dazu erhalten solltet. Da ihr nun männlich seid, könnt ihr euch nicht an Kutna-Kal binden? Wenn wir uns vor einer Woche unterhalten hätten, dann wäre das so gewesen. Doch das Schicksal hat es so gewollt, dass Kutna-Kal selbst erst vor kurzem eine Wandlung durchlaufen hat. Vielen Dank, dass ihr mir den Brief und das Totem gebracht habt. Das sind schöne Geschenke für meine Angebetete. Okay. Ach, ich verstehe. Die haben einfach die Rollen getauscht. Okay. Ich werde diese Gaben Kutna-Kal präsentieren, wenn das nächste Bindungsritual verkündet wird. Genau. Ich muss nur mein Gedicht anpassen und vielleicht meine Schnitzereien verfeinern, und dann ist alles bereit. Erzähl mal mehr davon. Die Zeremonie verbindet jene, die sich dazu entschieden haben, gemeinsam ein Ei zu legen. Viele Trockenhäute vergleichen es mit einer Trauung. Das ist natürlich nicht ganz zutreffend. Auch wenn zwischen dem verbundenen Paar stets wechselseitiger Respekt herrscht, sind Naja. romantische Gefühle füreinander nicht zwingend nötig. Und warum habt ihr dann nicht früher ein Band zu Kutna-Kal geknüpft? Ich hatte die feste Absicht. Ich brachte Tage damit zu schnitzen und genau die passenden Worte aufzuschreiben. Ich tat das außerhalb des Dorfes, da ich nicht wollte, dass Kutna-Kal mein Geschenk sieht, bevor es fertig ist. Und dann drang eine Moorfäule in mein Lager ein. Und dann bist du weggelaufen. Genau das. Ich hatte vor der Zeremonie nicht die Zeit, ein weiteres Totem zu schnitzen, und so verstrich diese Gelegenheit. Doch dank eurer Güte erhalte ich nun eine neue. Ich zeige euch die Schuppe der Ja, Dankbarkeit, zeig Beko, mal. und meine zukünftigen Schlüpflinge tun es auch. Was umfasst dein Bindungsritual? Jeder Stamm hat seine eigenen Traditionen, doch es gibt auch Gemeinsamkeiten. Ein Baumhirte führt die Zeremonie vor dem Hist durch. Das verbundene Paar wird mit guter Gesundheit und üppiger Fruchtbarkeit gesegnet. Und danach beginnt die Bindung, wie man so schön sagt. Und wie erwählt man einen Partner? Das ist unterschiedlich. Manchmal beruht die Entscheidung auf einer gefühlsmäßigen Verbindung. In anderen Fällen besteht lediglich eine körperliche Anziehung. Manche Stämme nutzen solche Zeremonien sogar, um ihre politischen Verbindungen zu stärken. Nehmt nur die Hellhälse als Beispiel. Ui, wie ist es bei euch? Warum wollt ihr einen Bund zu Kutna-Kal knüpfen? Ach nun, ich glaube einfach, dass wir sehr ansehnliche Schlüpflinge haben würden. Das ist alles. Okay, danke. So, platziert den Grabflock. Ich habe da so ein paar Quests angenommen, aber ich würde sagen, wie sieht denn das aus mit den. Wo ist das denn? Kann ich da Gilden holen? Nee, das ist nicht hier, das ist da draußen. In Dilmoth. Oh, da ist noch mehr. Wir brauchen jemanden, der keine Furcht kennt und viel tragen kann. Seid ihr das? Ja. Na, das Bein tut wieder weh. Falls ihr Beschäftigung sucht, dann hätte ich da was für fähige Leute. Dann erzähl mal, du bist du Trockenschuppe.
Wir haben eine Spur zu uralten agonischen Texten, die in den Zähnen von Sitis verwahrt werden. Das Problem ist, dass dieser Tempel kürzlich von Schwarzgardisten überrannt wurde. Kein Problem. Was immer dieser Abschaum dort treibt, hat nichts damit zu tun, alte Tafeln davon abzuhalten, zu Staub zu zerfallen. Also soll ich das schaffen, ja? Ihr passt aber gut auf. Wenn ihr an den Schwarzgardisten vorbeikommen und diese Texte heil und in einem Stück zurückbringen könnt, springt für euch ein hübsches Sümmchen Gold dabei heraus. Mach ich. Mehr habe ich nicht für euch. Falls ihr mehr darüber wissen wollt, worauf ihr euch da einlasst, könnt ihr mit meiner Quelle sprechen. Einer Einheimischen namens Solni. Ob ihr Wissen etwas taugt, kann ich nicht sagen, aber es wirkt zumindest so. Und was ist mit Solni? Sie gehört einem der hiesigen Stämme an, den Schwarzzungen, glaube ich. Sie hat großes Interesse an allen Dingen, die mit Sitis zu tun haben. Irgendwie abstoßend, aber es zahlt sich für uns aus. Wie ich schon sagte, wenn ihr es wirklich dringend wissen müsst, dann fragt sie selbst. Was könnt ihr mir über die Schwarzgarde sagen? Gesetzlose, die sich draußen in der Wildnis durchschlagen, indem sie über Reisende herfallen, plündern und so weiter. Sie sind weniger eine geeinte Streitmacht und mehr eine lose Ansammlung von Banden mit einer gemeinsamen Abstammung. Größtenteils sind sie die Söhne und Töchter entflohener Sträflinge. Und warum sind sie da bei den Zähnen von Sitis eingefallen? Es gilt deswegen, würde ich meinen. Irgendwas muss in diesen Tempeln sein, das ihrer Auffassung nach die Mühe lohnt. Sie stehlen schon seit einiger Zeit eine Menge agonischer Altertümer und gehen uns damit mächtig auf die Nerven. Sie können noch nicht gefunden haben, wonach sie suchen, sonst wären sie längst wieder weg. Okay. So, da war aber noch was. Das war das da. Was willst du? Bolu. Habt ihr meine ausgehängte Notiz gesehen? Die Botschaft über die Xulmotas wurde mit Dolch und Nagel in ganz Trübmoor verbreitet. Seid ihr für die Todjagd hier? Ja, was ist denn das? Ich enthülle das Offensichtliche. Es ist die Jagd nach dem Tod, oder besser gesagt nach tödlichen Dingen. Mein Stamm ruft Krieger dazu auf, sich zu versammeln und sich den Xulmotas anzuschließen. Deshalb bin ich hier. Also soll ich euch zu euch kommen, wenn ich an der Jagd teilnehmen will? In der Tat. Varro Hosidias kümmert sich ebenfalls um unsere Belange. Sprecht mit einem von uns, wenn ihr euch dem Tod stellen wollt. Ihr seid jetzt hier. Sucht ihr nach dem Tod. Was sind das, Monster? Tod kommt in vielen Formen. Monster sind eine der wichtigsten darunter, unabhängig davon, wie viele Beine sie haben. Welcher ihr euch stellen müsst, hängt von den Bedürfnissen der Nagakur ab. Egal welche Aufgabe wir euch stellen, ihr werdet euch dabei beweisen müssen. Erzähl mir von Varro. Ein Mitglied von Cyrodiilische Sammlungen. Ein Krieger, der seine besten Jahre hinter sich gelassen hat. Er vermittelt jetzt Aufgaben in Lilmoth und wird für jeden entlohnt, den er zu mir schickt. Unabhängig davon, ob sie überleben. Dann interessiert mich das schon sehr, dann, ne? Gut. Ich enthülle täglich die Xulmota. Trommelt eure Krieger zusammen und erfüllt meine Aufgabe. Wenn ihr überlebt, verdient ihr euch den Respekt der Nagakur und eine Belohnung. Ich verkünde die Wahrheit. Auch wenn die Nagakur der stärkste Stamm in Trübmoor sind, so fordern wir dennoch hin und wieder Hilfe an. Und was brauchst du diesmal? Macht euch auf den weiten Weg zur hallenden Senke. In diesem abgelegenen Moor wuchert die Nachtblütenrebe wie Unkraut. Sammelt einige und bringt sie her. Aber nehmt euch vor dem Hüter der Senke in Acht. Er mag keine Eindringlinge. Mag er nicht, nee. Was für ein Hüter? Einer der Morastmerkler Trübmoors. Eine riesige, schwerfällige Kreatur, die wir Schritte wie Donner nennen. Sehr stark, sehr gefährlich. Ihr tötet sie besser erst, bevor ihr versucht, die Reben zu sammeln. Mach ich. Rasches Handeln bringt rasche Ergebnisse.
Macht euch ran. Okay, so erstaunt sich auch sonst in der Regel Hilfe von Außenstehenden. Ich enthülle eine peinliche Wahrheit. Nein, die Nagakur verachten Fremde. Mhm. Aber ein guter Jäger nutzt alle Werkzeuge und alle Waffen, die ihm zur Verfügung stehen. Ihr seid zufällig ein perfektes Werkzeug. Okay, wofür braucht ihr diese Nachtblütenreben? Ich verrate euch ein Geheimnis. Ja, mach mal. Unsere Eibpfleger und unsere Baumhirten benutzen Nachtblütenreben für eine Vielzahl von Dingen. Über keines von ihnen weiß ich sonderlich viel. Aber wenn dem Stamm die Reben ausgehen, geschehen schlimme Dinge. Ich habe von dem Stamm der Pfälzer gehört, bei denen geht es ähnlich. Hungersnöte, ja. Seuchen, Stürme, Insektenschwärme. Eine dieser Lästigkeiten. Vielleicht auch alle zusammen. Wer vermag das schon zu sagen? Ich bin kein Eibpfleger oder Baumhirte. Jetzt geht die Reben holen. Ja, das reicht. So, was machen wir jetzt? Ich guck mal auf der Karte. Nee. So, zack, was haben wir denn alles hier? Haben wir was in der Nähe? Boot nach was? Nein. Was ist das? Nein. Das sind die Dailies. Ich glaube, da gehen wir da mal hin. Mal gucken, was haben wir alles? Alter Wuchs. Ich würde sagen, wir machen erst das. Das ist. Nee, das ist nicht das. Dann würde ich sagen. Gehen wir erstmal das dann hin. So. Wobei, ich gehe jetzt mal ganz kurz da hoch zu diesem. Na super. Ich mache mich ins neue Wurzelflüsterdorf auf. Wollt ihr mitkommen? Eure Augen sind so reizend wie schlammige Pfützen, tief im Sumpf. Ihr wurdet wieder in den Schlund der großen Schlange geschickt. Wollt ihr sie zum Zubeißen verlocken oder springt ihr ihr gerne in den Bauch? Das frage ich mich. Ich soll da irgendwelche Tafeln beherbergen? Die heiligen Schriften. Der Glaube an die Wege der Ahnen verblasst in unserer Erinnerung immer weiter. Aber für die, die das Urwesen ehren, ist er noch immer etwas Kostbares. Sie werden sich freuen, wenn syrodilische Sammlungen sie sicher verwahren können. Liebe Katzen, demnächst kommt L2 heraus. Das ist genau euer DLC. Bevor der Tempel von der Schwarzgarde überrannt wurde, waren sie in den Opferkammern ausgestellt. Ich vermag nicht zu sagen, ob sie von den Hütern des Tempels fortgeschafft, geraubt oder zerschlagen wurden. Aber wenn ihr dazu ausersehen seid, sie zu finden, dann werdet ihr dies auch sicher tun. Och, Katze. Was willst du denn? Der Tempel hat seine Zähne schon seit Jahrhunderten nicht mehr gezeigt. Aber zweifelt bloß nicht daran, dass er welche hat. Passt auf, wo ihr hintretet, wenn ihr nicht den Zorn von Sitis auf euch ziehen wollt. Wara hat mich gebeten, Tafeln aus den Zähnen, ja. Hab ich doch schon. Die heiligen Schrift. Reicht, so. Wie geht's weiter? Platz hier den Grabflock. Dann lassen wir den mal zu einer Ruhepause und gehen zum Wegschwein. Eins nach dem anderen. Ich mache mich ins neue Wurzelflüsterdorf auf. Bitte, ich muss Essen kaufen. Ja.
Och Katze. Ihr seid so schlimm. Es ist halt kalt und hier drin ist gut gewärmt und die mögen mich und dann sind sie immer bei mir in der Nähe. Direkt vor mir. So. Da ist der Simba. Und da, das seht ihr jetzt nicht, ist der Bunny. So, jetzt haben wir da schon wieder. Gut, Dailies muss ich ja auch machen. Dann machen wir hier auch Daily. Ah, diese armen Gesandten. Oh, wie konnte das nur geschehen? Okay. Ihr habt den Samen gepflanzt, aus dem dieses Dorf gewachsen ist. Mhm. Werdet ihr helfen, dass er weiter wächst? Ja klar. Braucht ihr Hilfe? Oh, vor ein paar Tagen brachen mehrere Gesandte unseres Stammes auf, um die hiesigen Dörfer zu besuchen. Wir wollten uns vorstellen, Beziehungen aufbauen und vor allem um Hilfe bitten. Doch es scheint, als ob diese Gesandten ihre Ziele nie erreicht hätten. Und was ist passiert? Ich habe keinen Zweifel daran, dass es die Schwarzgarde war. Schon wieder. Wir hatten bereits ein paar Aufeinandertreffen mit ihr und sie griff weiter unsere Jäger an. Wahrscheinlich betrachtete sie die Gesandten als leichte Ziele. Wir brauchen jemanden, der bei der Schwarzgarde-Karawane nach unseren Gesandten sucht und sie rettet. Mach ich. Möge der Hist über eure Reise wachen. Das reicht mir auch jetzt. Nochmal. Eure Hilfe wird sehr geschätzt. Ja. Wo die Gesandten wurden nach Lilmoth, ins Hellhalsdorf und ins Todwasserdorf geschickt. Mhm. Wir hoffen darauf, gute Beziehungen aufzubauen und um dringend benötigte Hilfe zu bitten. Das war natürlich nur der Plan, bis die Schwarzgarde sich einmischte. Was macht die mit denen? Sie waren wahrscheinlich nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Die Schwarzgarde ist weithin bekannt dafür, Saxleel zu entführen und Lösegeld von ihren Stämmen zu verlangen. Doch eine solche Forderung kann unser Dorf unmöglich erfüllen. Ist ja alles frisch, genau. Okay. So, nochmal zurück. Das da will ich. So, und das müsste hier eigentlich in der Nähe sein. Das ist da hinten. Wo kommen wir da hin? Da hoch wahrscheinlich. Da hoch wahrscheinlich nicht. Okay. Okay, aha, da war es gut. Ich verstehe. Ich habe zwar irgendwie das Gefühl, das schon gemacht zu haben, aber egal. Gemacht? Naja, komm. Einmal das. Flupp. Dorf. Und da habe ich wieder die Halskrampe. Ich will doch einfach nur... Wegfindung ist hier ein bisschen blöd gemacht, weil... Kriechende Schlange!
Das ist meine Geldbörse. Eure und das wisst ihr. Geldbörse? Ich habe sie gefunden. Und damit ist es jetzt meine Geldbörse. Gucken wir nochmal, sind wir hier richtig? Ja, okay. Das ist wirklich das. Gar nicht. Ne, das ist es. Ich bin so doof. Was ist das hier? Da müssen wir ganz kurz mal gucken. Findet die vermissten Gesandten, da wir schon mal da sind. Oh ja, ist ja gut. Wurzelheiler, dem Hist sei Dank, dass ihr gekommen seid, um mich zu retten. Ich habe ohne es zu merken einen Weg freigemacht, also zurück mit dir. Natürlich, ich werde sofort dahin zurückkehren. Okay. Ich brauche mehr Fiolen. Bringt mir mehr Fiolen! Ach Leute, wo könnte denn der dritte sein? Komme ich da hoch? Nein. Den Weg bin ich bereits gegangen. Ja. Okay, der dritte Gesandte. Nein,
absurd. Diese verdammten Schwarzgardisten haben mir in den Knöchel geschossen. Das war es wohl mit dem Leben als Gesandter. Komm, du kannst zurück. Was ist jetzt? Haben wir es jetzt? Absurd. Diese ich humple so schnell ich kann, Wurzelheiler. Gut, so. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu diesem Dings. Ach komm jetzt, wie viel noch? Wow. Wollt ihr nicht mehr? Auf die Seite! Ja, da haben wir einen Fehler gemacht. Aber so groß war der Fehler nicht. Dann machen wir den noch weg. Dafür, dass ich eigentlich nur mal schnell zum Weg schreien will, war das ja sehr anstrengend. Wir machen so ein bisschen Crossover, wir erfüllen mal Quests, die es hier gibt. Reifzwecken, komm, lass es sein. Ihr kriechende Schlange, das ist meine Geldbörse und eure das wisst Geldbörse? Ihr. Ich habe sie gefunden und damit ist es jetzt meine Geldbörse. Oh, sag mal. Nochmal, zack. Und dahin. Heieiei. Und dann hab ich sie gesehen, die in dem Brautkleid baden gehen. Und die Waden blitzten schön, junge Frau, wollt ihr meine sehen? Das ist nicht ernst. Nein, ich möchte auch nicht veralbern. Meine Subvertis-Zeiten sind zwar schon lange, oder? Ernsthaft? Ach, ich irgendwie Wegfindung, das wird nie meine Stärke sein. Der ist natürlich höher und ich bin einfach nur falsch gelaufen. Nee, ist er nicht. So. Höher. Da hab ich sie gesehen. So. Sie? Ein Baum stand einst auf dieser Lichtung. Alles klar. Unter seinen Blättern sah Tun Tse das erste Mal seine Geliebte. Es überrascht mich nicht, dass solch eine mächtige Erinnerung Gestalt annehmen würde. Hier, eine Belohnung für eure freundlichen Taten. Reist in Frieden, Freund der Moos heute. Tja, ja.
Möge euer Pfad friedlich und mögen eure Tage sonnengesegnet sein. Danke. Was du jetzt? Jawohl, nehme ich. Die Hellhälse sind äußerst freundlich, aber mein Stamm braucht mich. Ich werde aufbrechen, sobald ich gesund bin. Fürs Erste werde ich mich um die Mooshäute kümmern, die am Bindungsritual teilnehmen. Wobei ich bezweifle, dass man meine Dienste als Grabessängerin brauchen wird. Jetzt, wieso ist der Baum gewachsen? Ich fürchte, das kann ich nicht. Wieso? Vielleicht ließ der Hist den Baum wachsen, um sein Andenken zu ehren. Mhm. Oder vielleicht erwuchs er aus der Trauer unseres Stammes, weil wir ihn so sehr vermissen. Vielleicht ruht Tunzis Geist auch in diesem Grabflock und erschuf den Baum, als ihm sein letzter Wunsch gewährt wurde. Okay, ist er da nicht sicher? Genau. Ich kann euch einen ungesehenen Anblick nicht beschreiben. Aber ich glaube schon, dass es mit Tunzi und seinen Erinnerungen an diesen Ort zu tun hatte. Oft erzählte er die Geschichte, wie er seine Geliebte das erste Mal unter den Blättern eines Baumes erblickte. Okay. So, dann mache ich mal. Erstmal lese ich das Buch da. Und neu, gut. Und mache eine kurze Pause. Folge erstmal Ende.